Hallo Leute, in diesem Video geht es um Zähne. Ich werde dir 7 Lebensmittel vorstellen, die schlecht für deine Zähne sind. Entweder weil sie Karies fördern oder weil sie deine Zähne verfärben. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal. Los geht's! Nummer 1. Chips. Wenn wir an Lebensmittel denken, die schlecht für die Zähne sind, haben wir sofort Süßigkeiten im Kopf. Doch Chips sind mindestens genauso schlecht für deine Zähne. Die Kohlenhydrate der Chips können von den Bakterien im Mund sehr schnell verarbeitet werden. Außerdem werden Chips beim Kauen weich und setzen sich in deinen Zahnzwischenräumen fest. Um das zu verhindern, solltest du deinen Mund nach dem Essen gründlich ausspülen. Nummer 2. Wein. Für viele Menschen ist Weintrinken ein Genuss, auf den sie nur schwer verzichten können. Tatsache ist, Wein ist alles andere als gesund für deine Zähne. Schuld daran ist die Weinsäure, welche den Zahnschmelz angreift. Eine australische Studie hat gezeigt, dass 10 Minuten Weintrinken den Zahnschmelz deutlich beschädigen kann. Außerdem hinterlässt Wein gräuliche Flecken auf deinen Zähnen. Besonders Menschen, die täglich Wein trinken, sind stark gefährdet. Um die Schäden der Weinsäure zu minimieren, solltest du deine Zähne nach dem Weintrinken nicht putzen, sondern nur mit Wasser ausspülen. Denn durch die Weinsäure ist dein Zahnschmelz noch weich und würde durch das Putzen noch mehr Schaden nehmen. Nummer 3. Trockenfrüchte. Getrocknete Früchte sind sehr gesund und einfach aufzubewahren. Doch für die Zähne können sie zur Gefahr werden. Denn die Zuckerkonzentration in Trockenobst ist viel höher als in ungetrockneten Früchten. Außerdem sind Trockenfrüchte meistens klebrig. Sie setzen sich an deinen Zähnen fest und bleiben dort für einen langen Zeitraum. Das ist aber kein Grund, auf Trockenfrüchte zu verzichten. Denn neben Zucker enthält Trockenobst sehr viele Nährstoffe. Zur Vorsorge solltest du deinen Mund nach dem Essen gründlich ausspülen, Zahnseide verwenden und mindestens 2-mal am Tag deine Zähne putzen. Nummer 4. Kaffee. Viele Menschen trinken Kaffee, um wach zu bleiben und mit Energie in den Tag zu starten. Doch leider ist Kaffee nicht zahnfreundlich. Kaffee ist zwar nicht schädlich für deine Zähne, doch er dringt in die Oberfläche deiner Zähne ein und hinterlässt früher oder später unschöne Verfärbungen. Wenn du das verhindern möchtest, bleibt dir nichts anderes übrig, als weniger Kaffee zu trinken. Um Verfärbungen vorzubeugen, solltest du nicht mehrere Stunden an einer Tasse Kaffee nippen, sondern lieber eine Tasse auf einmal trinken. Außerdem hilft es, den Kaffee mit Milch zu mischen. Man hat festgestellt, dass schwarzer Kaffee die Zähne mehr verfärbt als Milchkaffee. Das Gleiche, was für Kaffee gilt, gilt übrigens auch für Tee. Nummer 5. Limonade. Limonade enthält viel Zucker, was alles andere als gut für deine Zähne ist. Doch wenn du jetzt denkst, Light-Limonade ist viel besser für die Zähne, dann bist du auf dem Holzweg. Denn Light-Limonade enthält Zitronensäure, welche den Zahnschmelz stark angreift. Auf keinen Fall darfst du danach deine Zähne putzen, denn sonst beschädigst du den Zahnschmelz noch viel mehr. Am besten für deine Zähne ist es einfach nur Wasser zu trinken. Nummer 6. Popcorn. Popcorn gehört für die meisten Menschen zu jedem Kinobesuch dazu. Doch deine Zähne freuen sich gar nicht darüber. Meistens wird Popcorn mit karamellisiertem Zucker gegessen. Dadurch wird er klebrig und kann lange unentdeckt an deinen Zähnen kleben. Doch auch Popcorn ohne Zucker ist problematisch. Schuld daran sind die Maisschalen, welche sich gerne in den Zahnzwischenräumen verstecken. Nummer 7. Zitrusfrüchte. Zitronen, Orangen oder Mandarinen. All das sind wahnsinnig gesunde Lebensmittel. Du solltest aber mit dem Zähneputzen aufpassen. Genau wie bei den anderen säurehaltigen Lebensmitteln darfst du deine Zähne nicht nach dem Essen putzen. Du musst mindestens eine halbe Stunde warten, damit der Zahnschmelz Zeit hat, sich von dem Zitronensäureangriff zu erholen. Das waren 7 Lebensmittel, die schlecht für deine Zähne sind. Wie oft putzt du deine Zähne? Einmal, zweimal oder dreimal am Tag? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, vergiss nicht, mich zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.